Da sind wir wieder in Control. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich soll den Hausmeister finden. Da ich es eine Weile jetzt nicht gespielt habe, ich glaube 10 Tage oder so etwa, muss ich erstmal wieder schauen, was hier überhaupt Sache ist. Aber wir werden es schon in den Griff kriegen. Da können wir nicht durch. Weil rotes Licht. Wie ging denn das hier noch? Das ist noch. Oh, ups, ja. Okay. Im Kontrollraum. Wie kommen wir da hin? Trage ich die ganze Zeit die Tonne mit mir rum. Nur weil ich mal wieder gucken wollte, wie das gleich ging. Okay, dahinter kommen wir ja sowieso nicht. Warte. Steinbruch, Schwarzsteinverarbeitung, Belüftungssystem, Hausmeisterbüro. Okay, Hausmeisterbüro ist ja wahrscheinlich gut für uns. Hier könnten wir jetzt den Kontrollpunkt nutzen. Das wir aber nicht brauchen. Und hier noch irgendwas? Ich glaube nicht. Gehen wir mal hier durch, müssten wir ja so Richtung Hausmeister kommen. Wo geht's denn hier hin? Was ist das denn? Keine Ahnung, ob das machen. Oh, was ist das? Oh. Ja, okay, da habe ich ein bisschen spät geschaltet. Weil ich nicht wusste, was da gerade passiert. Hab gedacht, dass von vorne irgendwas Schlimmes ist, was ich nicht sehen kann. Und stattdessen passierte was von hinten, was ich nicht sehen konnte. Weil es hinter mir war.
Vielleicht passiert da auch was zu vorne. Raus. Wo schießt der denn? Jetzt hier nicht durch, die wird das doch irgendwie kaputt. Okay. So, was ist jetzt hier denn los? Okay, da geht's eh nicht so gut. Dann gehen wir da nicht rein. Darum mal gucken, was hier ist. Da geht's runter. So, aber irgendwo in diese Richtung soll doch das Hausmeisterbüro sein. Ist es doch. Laut Hinweisschild. Da sind wir eben runtergekommen. Nichts los. So, achso, Moment mal. Entschuldigung. Janitor. Okay.
Okay, aber das ist ja rechts. Da rein. Eben auf die Karte gucken. Belüftungssystem. Ja, noch weiter. Okay, da läuft noch schon Musik. Eine lustige Verfolgungsjagd. So lustig. Zeit für hab gerade, weiß ich nicht. Vielleicht rede ich erstmal mit unserem Hausmeister. Aber das nehmen wir zuerst. Wo bist du denn? Dahinter. Oh, das ein Bild von ihm war. Na ja, gut. Gut gemacht. Du hast den Job. Glückwünsche sind angebracht. Yippie. Entschuldigung, aber der Ton ist so wieder nicht in Ordnung. Wir haben wieder Hall drin. Da muss ich auf jeden Fall was gegen tun. Und zwar... So, jetzt müsste es eigentlich... Satana. Ja. Es passierte beim letzten Tropfen. Ich brauche wirklich einen Assistenten. Das Lustige ist, ich war mal Hausmeisterin. Eine Rolle, die mir mehr liegt, als Direktorin zu sein. Nur Arti scheint das hier zu begreifen. Ja, hi, Arti. Wir müssen die Quarantäne aufheben, sonst komme ich nicht in die anderen Sektoren. Kannst du mir helfen, zum Überbrückungsschalter zu kommen? Ja, ja. Ganz einfach. Ist gleich um die Ecke. Aber zuerst musst du mal was arbeiten. Nur wenig. Nur ein paar Stunden. Noch dann geht's. Irgendetwas sagt mir, dass es länger dauern wird. Ja. Du denkst, da ist ein Hund drin begraben. Ich sehe, du bist keine Schneegans von gestern. Deshalb wirst du eine gute Assistentin sein. Gut. Ich haue die Fakten auf den Tisch. Mekule, Sonon, Perkeles, Voran. Dieses Haus hat ein Ungezieferproblem, ein übles. Sie haben bereits die Kühlpumpen und die Generatoren der Energiequelle kaputt gemacht, Perkele. Und der Pensionär da drin spürt langsam, wie sich das Seil um seinen Kopf zusammenzieht. Die Situation muss gelöst werden, bevor die Quelle explodiert und wir alle verschwinden wie ein Forst in der Wüste. Perkele. Ich versuche mein Bestes, das zu verstehen. Die Kühlpumpen und Generatoren reparieren? Sonst explodiert die Energiequelle? Keine Angst. Ich habe Anweisungen hinterlassen. Du kommst schon noch dahinter, bevor ich Urlaub mache. Die Arbeiten auf der Tafel hier kannst du später machen, wenn du Zeit hast. Urlaub? Na klar. Ja, niemand streicht meinen Urlaub oder die Säbel rasseln. Aber keine Sorge, du nimmst das einfach in die Hand und dann ist diese Krise schnell Schnee von gestern. Du gehst besser jetzt, damit du nicht Hals über Kopf rennen musst. Die Tür hinten führt zur Energiequelle. Die hintere Tür. Großartig. Danke, Arti. Okay, Energiequelle reparieren. Was haben wir hier?
Was für ein Chaos. Verbrenne den Müll. Ja, verbrenn den Müll. Wirf alles ins Feuer. Verbrenn es. Okay. Verbrenn's zum Rentier, nicht zum Elch. Okay, die Tür krieg ich auf. Pensionär. Ja, Northmoor. Herr Direktor ist in seiner Junggesellenbude die Wände hochgegangen. Gut, dann kann ich wohl durch die Tür durch. So, ja, der Typ spricht so ein bisschen eigenartiges Zeug teilweise. Wie hat er mich genannt? Ich wäre keine dumme Schneegans oder so. Gut, das ist wohl ein besonderer Sling. Da komme ich nicht durch. Doch, da komme ich durch. Okay. Mehr war hier auch nicht, ne? So, wir hatten draußen jetzt noch so eine Zusatzmission laufen, ne? Ich erinnere mich. Oh, jetzt sind wir wieder hier. Oh, da hat sich aber jetzt einiges gebildet da unten. Und, wo geht der jetzt hin? Scheinen jetzt da zu warten. Der hatte ganz schön viel Schutzschild. Aber er hat kaum was gemacht. So, die Frage ist jetzt. Ich soll einen Weg zur NTSC? Der NSC. Ich würde What? Wow. Fühlt sich nicht gut an. Trifft denn überhaupt nicht. Zu dir. Was war das? Da ist doch irgendeiner gespawnt, oder? Okay, was geht hier ab? Okay. Oh, hier wird mir echt übel. So. Ja gut. Ein Objekt der Macht. Wie ist das wohl hier gekommen? Ein Pferd. In einem Karussell, oder? Thank you.
Hilfe. Was war das denn? War ich da nicht schnell genug? Was läuft hier gerade verkehrt? Was ist denn das da hinten? Wieso komme ich hier nicht richtig durch? Immer wieder zurückgesetzt. Da unten komme ich natürlich nicht entlang. Da auch nicht. Wo ist der Trick? Um auszuweichen. Ja. Wem soll ich denn ausweichen? Ach so. So läuft der Hase. Ich dachte eigentlich, dass ich schnell genug bin und jetzt dachte ich, ich komme darüber. Komme ich auch, wenn ich ein bisschen schneller laufe. Oder auch nicht. Oder kann ich dieses mit der B-Taste auch in der Luft noch machen? Sache. Okay, jetzt steht's da unten auch. Ich hab's aber jetzt selber rausgefunden. Trotzdem habe ich ein Problem. Da komme ich doch so nicht rüber, oder? Was ist denn mit dem da oben? Außer Reichweite, wie es aussieht. Hey. Geh so nicht. Lässt mich wieder hier. So, wer bist du? R2D2? Ne, C3PO, ne?
Goldgegner sind gegen das lange wie im Mond. Das bedeutet für mich jetzt genau was? Fantastisch. Wow. Ich und das Pferd sind jetzt Freunde, habe ich gerade noch gelesen. Okay. Dieser Turbosprung ist schon lustig. Blendet. Guck ich darüber? Schon etwas weit weg, oder? Wie ist es da unten? Nee, da ist gar nichts. Oh, ist gar nicht so weit weg, wie es aussah. Oh, ich sehe nichts. Brutal. Versteckten Ort gefunden. Okay. Das für zwei Gesellen? Kenneth, was zeichnest du? Ich zeichne einen Hund. Ich zeichne die Pyramide. Die was? Die Pyramide. Was ist eine Pyramide? Pyramide? Die schwarze, ich bin auch Pyramide. Oft Pyramide. In der Astralebene. Strahlebene? Astralebene. Sie ist groß, weiß und ganz leer. Oder vielleicht nicht? Hä? Es ist eine total irre Dimension. Das Weiß ist endlos. Weiß, man kann sich aber in den ganzen vielen Weiß total verlieren und nie wieder heimfinden. Ich vermisse mein Zuhause. Der eine war nicht der hellste, aber lustig. Okay, hier war ich schon. So, ja, da ist Hausmeister-Office, aber da wollen wir ja im Moment nicht hin. Ne? Wir wollen doch zur Energiequelle.
Powerplant. Okay, was passiert nochmal, wenn das Ding hochgeht? Strom. Explosion. Zu viel. Pflicht des Direktors. Die Lichter. Ich hoffe nicht, dass ich die Dinger, die ich da eben noch geschossen hatte, vor einiger Zeit, dass die eigentlich die Energiequelle waren. Könnte ja sein, ne? Was kann ich denn hier tun? Ah, vielleicht hier durchgehen. Oh, gehen wir mal hier rauf. Sollte schon passieren. Ich sehe doch was für uns. Ein Objekt der Macht aus dem Panoptikon entkommen und alle sollen Ausschau danach halten. Wenn also jemand ein Karussellpferd auffällt, das durch den Sektor schwert, informieren Sie mich bitte sofort. Bitte versuchen Sie nicht, das an allein einzufangen und binden Sie es unter keinen Umständen an sich, Ihr Sicherheitschef. Joa, Was ist denn jetzt noch ungelesen hier? Das war's doch, oder? Nehmt's mal an. Wir haben hier noch einiges. Akten, Karussellpferd. Objekt sollte in einem abgegrenzten Raum aufbewahrt werden, wenn es entbunden wird. Entbunden, okay. Ein Pferd aus glasfaserverstärktem Kunststoff, das einst als Sitz auf einem Karussell diente. Die Stange ist noch am Objekt befestigt. Das Objekt kann kurze Entfernungen sehr hoher Geschwindigkeit zurücklegen. Es kann sehr gefährlich sein, wenn sich Punkt in seinem Weg befindet. Das Objekt ist derzeit an gebunden. Punkt ist mir zu lang. Das Objekt wurde auf dem Gelände eines ehemaligen Vergnügungsparks gefunden. Lokale berichteten, dass die Fahrgeschäfte selbsttätig fuhren und dass sie hinausgejagt wurden. Als die Behörde von den Gerüchten erfuhr, Folge 235 von America Overnight, wurden Agenten entsandt, um zu ermitteln. Am Schauplatz wurden drei örtliche tot vorgefunden. Das Objekt griff Agent an, indem es Agenten bedienen sich der Blablabla, damit es, keine Ahnung. Multimedia. Ungelesen. Eins. Das Grenzbereich Kinder. Aber das ist doch das, was wir geguckt haben. Müssen wir nicht nochmal. Hotline, da ist was Neues. Northmoor. Northmoor war vor mir Direktor. Ich wollte seinen Job nie haben. Ich wollte nie so viel Macht. Ich ging aus dem Weg, vertraute ihr nicht. Northmoor ging es immer nur um Macht. Ein Mann wie eine Explosion. Er gierte nach Macht, nach Ordnung, nach immer mehr, bis es zu viel wurde. Ich musste eine Lösung finden. Die Situation eindämmen. Northmoor hat mich nie gemocht, aber er machte mit, immerhin. Er hatte wohl keine Wahl. Am Ende des Tages ist es die wesentlichste Aufgabe des Direktors, dafür zu sorgen, dass in der Behörde die Lichter nicht ausgehen. Es gab keine Primärkandidaten, aber es gab mich. Ich war immer da gewesen, unauffällig, hart arbeitend, hatte nichts zu verlieren. Ich nahm die Waffe in die Hand, fast als Mutprobe.
Okay. Moment. Haben wir denn da oben noch Gegenstände? Achso, Moment. Ritualimpuls. Berichtigung Stufe 2. Kann ich gerade nichts mitmachen. Missionen. Ja, da ist ja noch so einiges im Gange. Töte Gegner mit der Amtswaffe im Schmetterer-Modus. Schmetterer, Hackebucht wird sie zurückdrängen. Wie weit? Gegenmaßnahmen abgeschlossen. Gehe in die zentrale Geschäftsleitung, um deine Belohnung abzuholen. Okay. Ja, Belohnung hätte ich schon gern. Da sind wir. Wer ist da vorne? Hast du irgendwas? Hey, hey! Sind Sie neu? Sprechen Sie mit Leiter Arish in der Sicherheitskabine. Er hat das Sagen. Okay. Ventilation. Aufzug. Okay, ich muss wohl weiter hoch. Es ist gefährlich da draußen, Lady. Ja, sprechen ja. Sie mit Leiter Arish. Er ist drinnen, er hilft Ihnen. Ja. So, hier haben wir noch einen Kontrollpunkt. Kann ich den reinigen? Einnehmen. So, meiner. Achso, nee, wollte ich jetzt gar nicht. Aber was ist denn da? Fähigkeiten 3? Astralwerkstatt. Gegenmaßnahmen des Rats. Moment mal. Okay, 20% mehr Leben. Also das können wir jetzt freischalten. Ne? Also die 4 hier oben, die haben wir ja schon freigeschaltet. Ja. 20% mehr Energie. Schaden. Was ist das? Schleudert Granaten und Raketen zurück und hingegen. Können wir noch nicht. Machen wir erstmal das hier. So, dann haben wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr genug, um das hier zu machen. Ne? Zu wenig Fähigkeitspunkte, genau. Ja gut. So, Astralwerkstatt. Was geht da jetzt wieder? Waffenformen. Nicht genug Materialien, nicht genug Materialien. Okay. Dann können wir da mal nichts machen. Gegenmaßnahmen des Rats. Schmetterer-Taktik. Belohnung einsammeln. Einfall in den Geschäftsleitungssektor. Kopfschuss-Taktiken. Okay. Fortschritt 0 von 10. Ja, okay. Da müsste ich wohl mal ein paar Sachen machen.